Hi, Marc der Imker hier. Ich möchte euch eine ganz, ganz besondere Bienenweide vorstellen. Und zwar nicht das da hier, die Sorbarie. Ausgesprochen tolle Bienenweide. Die möchte ich euch aber heute gar nicht vorstellen. Auch den Rittersporn als tolle Bienenweide oder den Salbei oder den gelbblühenden Salbei oder die Orangenblume, die gerade aufspringt. Oder die Pfefferminzen, die Aronia, den Borretsch, die Stachelbeeren und den Faulbaum. All das möchte ich euch heute hier nicht zeigen, weil heute dreht es sich um eine noch viel bessere Bienenweide. Und das wäre dieser Strauch hier. Der ist mir übrigens mal hier in der Mitte aufgebrochen bei einem Sturm. Deswegen habe ich den tatsächlich mit Panzerband geflickt und es hat wunderbar funktioniert. Und wie der heißt, das ist Amorpha fruticosa, auf Deutsch der Bastard Indigo. Und der Bastard Indigo gehört genauso wie der Oyodia, also der Bienenbaum. Also ich weiß ehrlich gesagt selbst nicht, welcher besser ist für die Bienen und für alle Insekten. Also der Bastard Indigo ist eins dieser Sträucher, wo die Bienen nicht mehr aufhören zu sammeln. Und noch eine weitere Besonderheit von dieser Pflanze ist, also ihr seht hier, der Beweis, nicht nur Honigbienen, Wildbienen, Hummeln, Schmetterlinge, ich habe da alles mögliche schon drauf gesehen, allerdings nicht so viele Käfer. Also tatsächlich scheint der für Käferarten gar nicht so interessant zu sein, aber für Honigbienen ist der ein Magnet, für Hummeln ein Magnet und für ganz viele Schmetterlingsarten genauso. Und jetzt komme ich zu den Besonderheiten. Wenn der Baum, beziehungsweise wenn der Strauch, ich bin mir gar nicht sicher, ob es ein Halbstrauch, Strauch ist oder dann doch ein Baum, ich bin halt kein gelernter Botaniker, aber macht nichts. Das Besondere ist, ihr könnt ihn durch Stecklinge vermehren. Das wäre die erste Besonderheit. Also einfach die Triebe im Frühling abschneiden und in den Boden stecken und dann entstehen die Klone. Geht genauso wie mit Bartblumen und Lavendel. Der Amorpha fruticosa scheint da besonders ergiebig zu sein mit den Stecklingen. Eine Besonderheit ist weiterhin, dass dieser Strauch, der hört nicht mehr auf zu blühen. Der fängt irgendwann Ende Mai, Anfang Juni geht es mit dem los. Und dann blüht er durch. Der hört einfach nicht mehr auf und zwar bis zum Frost. Es geht gerade weiter. Wenn die Blüten hier durch sind, dann geht er gerade mit den nächsten Spitzen weiter. Zwischendrin hat er mal eine kleine Pause, aber ihr seht ja, hier gehen schon die nächsten Blütenstände auf. Er riecht, also diese Blüten, die riechen wie eine frische, geöffnete Maracuja. Total exotisch. Es sieht wirklich toll aus. Ein unglaublicher Duft, wo dieser Strauch verströmt. Und jetzt kommt noch eine optische Besonderheit, die ich persönlich sehr, sehr wertschätze, weil es macht einfach unglaublich Spaß, diese ausgesprochen wertvolle Bienenweide zu beobachten beim Wachstum und beim Schlafen und Aufwachen. Weil in der Tat, nachts gehen die Blätter alle zu, wie bei einer Mimose. Und wenn die Sonne morgens kommt, dann könnt ihr dem Baum beim Kaffee trinken zuschauen, wie er sich öffnet und diese Rispenblätter wieder alle aufgehen. Wie man sieht, die Pollenfarbe ist übrigens orange. Liebe Bienen, ich wünsche euch Spaß mit dieser wertvollen Bienenweide und liebe Menschen, die dieses Video sehen, holt euch den Amorpha fruticosa. Und wenn es nicht für euch ist, dann fürs Insektensterben bzw. gegen das Insektensterben, weil an dem Thema Gift, haben wir schon ganz oft gesagt, da können wir nur durch Selbstverantwortung rangehen. Und das Thema Nahrungsmangel können wir ähnlich betrachten, weil jeder Mensch, der Gartenfläche hat, der hat ja die Möglichkeiten, die Bienenweiden anzusetzen. Und wenn jeder Garten so aussehen würde wie hier, dieses kleine Fleckchen, dann könnten wir zumindest schon mal den Hauptgrund des Insektensterbens, nämlich den Nahrungsmangel, komplett beheben. Es ist einfach, es macht Spaß und es gibt auch für uns jede Menge Früchte.
Ciao.